TikToks, die mein Leben verändert haben. Let's go. Heute ist wieder soweit. Heute hat mir Luca TikToks zukommen lassen. Das heißt, dass es heute ganz, ganz übel wird. Und wenn ich jetzt auch noch das da oben sehe, dann wird es heute einfach noch schlimmer. Ich bin gespannt, was für eine neue Challenge heute auf uns zukommen wird. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem ersten TikTok. Let's go. Jo, was rockst du heute? Hans Manhattan, immer auf der Jagd nach die Chaya, Sunflower Glasses, Orange Chain. Legendertyp, wochere Legendertyp. Juice kommt frisch aus Madeira. Minion Sidebag, man wirkt einfach unverbesserlich. Eisbergringe, da weiß man direkt, wer bei Justin eingebrochen hat. VVS Fruit Loops. Bro, der mit Justin war viel zu viel. Erstmal Justin, wenn du das siehst, Grüße gehen raus. Ich muss ehrlich sagen, der Typ hatte viel zu viel Drip. Ich würde schon fast behaupten, der Typ hatte einfach so viel Drip, Tanzverbot ist drauf ausgerutscht. Das mit den Ringen und Justin war wirklich viel zu hart. Ob er die verkaufen würde? Leute, wenn ihr keinen Flaschenöffner habt, zeige ich euch einen kleinen Trick. Ja, klar. Oh Mann, Alter. Oh mein Gott. Du Dummer. Du Dummer. Grüße gehen raus an den Kollegen. Ey, vielen Dank für den heftigen Zaubertrick. Er hat einfach auch funktioniert. Also die Flasche war ja am Ende offen. Jeder kennt diesen einen Freund im Freundeskreis. Habe ich einen Freundeskreis? Der den Part von dem Dummen übernimmt. Sascha. Sorry, Jens, war nicht so gemeint. Du Arschloch, du Blödes. Aber Jens, ich wirklich nicht die hellste Beere. Bei der Schweizer YouTube-Szene wäre ich nicht der hellste. Sag dir, wäre ich nicht der hellste in der Schweizer YouTube-Szene. Lass in deinem Chat entweder ich selber oder Dadi. Frech. Frech. Hä, hey, bis jetzt war es ja gar nicht so schlimm. Er weiß in der kurzen Hose... LG-Display leider nicht kaputt. Der Bruder hat den... hat so eine geile Stimme. ...maximalen Remix da rausgehauen. Können wir bitte noch einmal den Remix haben? Er weiß in der kurzen Hose... LG-Display leider nicht kaputt. Ich weiß nicht genau, was... LG-Display leider nicht kaputt. ...für ein Akzent es ist, aber wer sagt anstatt nicht nüscht? Was ist nüscht? Wo in Deutschland sagt man nüscht? Ihr könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben. Also in der Schweiz sehen wir das auf jeden Fall nicht. Was zum Teufel? Da ich schätzungsweise von diesem Clip, danke Luca, heute Abend noch Albträume haben werde, dann wenigstens mit dem Gewissen, dass ein Placement online kam. Mein RTL! An alle Online-Shopper, aufgepasst! Das heutige Video wird gesponsert von iGral. Was? Die Cashback-Seite iGral.de. iGral. E bündelt rund 1500 der bekanntesten Online-Shops wie Asus, ja. eBay. Auch H&M. Auch H&M. Das Prinzip ist ganz simpel. Ganz simpel, aber wisst ihr was? Juck mir absolut nicht. Scheiß drauf, Digga. G steht für gönnen und W steht für... Würdet ihr ja oder nein sagen? Seid ehrlich. Oha. Mach's ehrlich, würde sofort. Nee. Nicht schon wieder. Ich liebe das. Was? Auf zwei Scherien? Ich liebe diese Plattform. Es ist einfach so nice, immer diese Talente zu beobachten. Es ist einfach nice, Digga. Und alle wissen, ich hab halt noch da drin. Morgen wieder Schlägerei im Kindergarten. Bro, wahrscheinlich morgen wieder Schlägerei im Kindergarten. Ich weiß nicht. Der Vater hat das TikTok gemacht. Stell dir mal vor, what the fuck? Wer von den beiden noch in den Kindergarten geht, rechts oder links, keine Ahnung. Aber wer TikToks hochlädt mit der Überschrift morgen wieder Schlägerei im Kindergarten und noch mit diesem Emoji, der wird es im Leben weit schaffen. Und ja, da ist auch heute Premiere in diesem Video. Und zwar geht heute der Preis für den besten Dad raus an diesen Kandidaten. Kann man auch mal klatschen? Bitte jetzt nicht mehr klatschen. Und das Beste ist, der Gewinn muss nicht mal abgeholt werden, der kommt direkt zu ihm nach Hause. Und zwar das Jugendamt. Morgen wieder Schlägerei im Kindergarten. Auf TikTok. Bro, auf TikTok morgen wieder Schlägerei im Kindergarten. Ach egal, komm, scheiß mal. Guten Abend and good evening. I will show you how to open a beer. Wie viel 90er Schlüssel? Weil das Ding hat ja jeder im Auto. 90er Schlüssel, Jungs. Bruder, der jetzt hier drunter und muss pressern. Open. Prost. Was für ein Ding soll jeder im Auto haben? Wie viel 90er Schlüssel? Natürlich! Wer kennt es nicht? Auf entspannte 90er Schlüssel, den man immer im Auto hat. Aber eins musst du dem Kollege lassen. Er hat diese Flasche besser aufbekommen als... Du Dummer! Hi, mein Name ist Spibas und heute ist der 5. Tag meiner Mehr-Butter-aus-Brot-Challenge. Gestern hatten wir einen Block Butter. Wir verdoppeln das Ganze für heute. Falls ihr euch mal gefragt habt, wie zwei Blöcke Butter auf einer Scheibe Brot aussehen, genauso. Wir verteilen das Ganze ein bisschen, damit man auch gar nichts mehr von der Scheibe Brot sieht. So, zack, weg ist es. Und so sieht das Ganze mit Nutella aus.
Ich bin zwar immer noch Team ohne Butter, aber für die Wissenschaft tue ich alles. Yo, was? Oh mein Gott, wie grusig, Mann. So, ich gehe mir mal hier nach den Magen auspumpen. Wir sehen uns dann morgen wieder mit 750 Gramm Butter. Bro, was? Bah, hör auf! Bah! Alter, warum musst du uns das zeigen? Oha, Simon, beruhig dich. Siehst du das, Mann, hä? Doch bitte, scheiß mal auf die 500 Gramm Butter. Wie kann man Team ohne Butter sein? Das sind wie die Leute, die sagen, Pfirsich-Eistee schmeckt besser. Erstens, Zitroneneis. Ich muss aber dazu sagen, eben Team gar nicht, eben gar nicht. Weder Nutella, weder Butter, weder Brot, noch gar nicht. Eben Team Croissant, Team Croissant, mua. Tisch schmeckt besser. Bitte kein D-Abo nach der Aussage. Und zweitens, auf ein Nutella-Brot, auf ein gescheites Nutella-Brot gehört Butter. Aber um uns ernährungstechnisch noch zu bilden, fragen wir unseren Spezialisten, der sich damit besser auskennt. Yo, Tim, wie ungesund sind denn 500 Gramm Butter mit ein bisschen Nutella? Ich bin's, Tim! Josascha, was geht? Du, das ist gesund, weil du hast Vitamin K drin. Vitamin K ist verantwortlich für die Koagulation deines Blutes. Heißt, wenn du es nicht hast, dann fängst du an zu bluten wie ein Verrückter, weil dein Blut nicht gerinnt. Dann ist es auch noch wichtig für die, für das Integrieren von Calcium in deine Knochen. Weird champ in the chat. Wenn du das also nicht hast, bekommst du Osteoporose, deine Knochen werden spröde und weich. Und Dinge fangen an, vor allem Weichteile fangen an zu kalzifizieren, die nicht kalzifiziert gehören, wie zum Beispiel deine Arterien. Heißt, da kriegst du Atherosklerose, hast Verkalkungen in den Gefäßwänden, ja. Ihr habt's gehört, ein dickes Danke geht nochmal raus an unseren Ernährungsspezialisten, Tim Gabel. Brauchst du das WLAN-Passwort? Ja, alles gut, Bro. Bin schon verbunden. Wie, du bist schon verbunden? Guten Tag, Tobi. Hi. Jo, was geht? Ich bin Eduard und mein bester Freund hat meine Mutter gebügelt, weil ich in FIFA gewonnen habe. Das ist ja gut, das finde ich noch gut, das ist was Gutes. Das mache ich morgen gerade nach und gönne mir auch noch diese Easy Klicks. Doch eher andersrum. Ich glaube, die meisten von euch, die schon mal FIFA gespielt haben, können meine folgende Aussage bestätigen. Es gibt kein Ballerspiel, welches so aggressiv machen kann wie FIFA. Hey Mann, was ist das für eine Fett? Und ohne, dass ich mich jetzt in diesen TikTok zu sehr reinsteige, ich werde niemals selber TikToks machen, eigentlich hätte es anders aussehen müssen. Und zwar hätte Eduard die Mutter von seinem Freund bügeln müssen, weil er in FIFA gewonnen hat. Es heißt nicht umsonst in Shisha-Bars, wenn man gegen Homie gewonnen hat. Yo Bro, ich habe deine Mutter gefickt. Habe ich mich gerade zu sehr reingesteigert? Ja, also, ist Twitter drin gewesen. Oh, wow, Maschallah. Ja, gut, aber das ist auch ein bisschen, ja, voilà, das ist jetzt ein Jahr gewesen. Oh mein Gott, Bro! Was? Egal welcher gefallene Bruder diesen Clip zugesendet bekommen hat, die Community und ich könnten dir nicht mal mit einer Schweigestunde helfen. Ich hoffe, dass es ihm mittlerweile besser geht. Nee. Das ist nicht schlecht, sie. Oh mein Gott, was habe ich mir da gerade angeschaut? Egal, Sascha, es ist TikTok. Was hast du erwartet? Wir machen einfach weiter. Oh mein Gott, Leute, meine Mutter hat mir einfach erlaubt, dass ich mir wieder eine Cola kaufen darf. Ich hatte aber leider... Das ist sicher nicht seine echte Stimme. Das ist ein verstellter Scheißdreck. Nicht genug Geld und habe mir leider nur eine Ja-Cola gekauft. Aber jetzt kann ich Cola trinken und Trios zocken. Yippie! Ja, das ist falsch. Das ist so fake, der Schießtrack, ne? Genau so stelle ich mir den typischen Trimax-Zuschauer vor. Yippie! Trimax, wenn du das siehst, gib doch bitte deinen Zuschauern ein bisschen Geld auch mal zurück. Nicht immer nur nehmen, damit er sich auch mal eine gescheite Cola kaufen kann. Was? Die heißesten deutschen YouTuber, okay. Digga, was? Jetzt ist auch ins Kopf da! Psych! Wieso ist der Clip schon vorbei? Dortmann, du kannst mich doch hier nicht so auf heißen Kohlen sitzen lassen! Verdammt nochmal, ich will hier mehr von der Scheiße sehen! Psych! Hab ich das richtig verstanden, dass Simon und ich die heißesten YouTuber sind? Digga, Simon, lass uns eine Collaboration starten und die nicesten Bitches auswählen. Digga, Simon, glaub mir, wir beide werden das ultimative Casting-Team, Digga. Bam, bam, rein. Und wer in der Schweiz, wer sind die heißesten Schweizer YouTuber? Jetzt sag mal ehrlich. Da, rein da. Oh, sag gar nicht falsches.
Wie nennt man Jungs unter 60 Kilo? Boah, sag ja nicht falsches. Bro, ja, ganz ehrlich, was ist denn das für ihn? Wie nennt man Mädchen über 60 Kilo? Beim Namen. Oh, shit! Was für Legends, Alter! Das ist Hure! Oh Mann, was für Legends! Und an der Stelle bin ich Der Cliff, Mann! Warte! Beim Namen. Oh shit! Und an der Stelle bin ich komplett raus! Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr meinen Kanal nicht abonniert habt, könnt ihr jetzt auf kostenfreie Ehrenbruderbasis ein Abonnement für mich da lassen. Falls ihr daheim noch TikToks rumfahren habt, könnt ihr jetzt diese an diese E-Mail-Adresse hier schicken. Ich hoffe, ich kann die TikTok, ich kann die E-Mail-Adresse hacken, kann ich das Video machen? Geht raus. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Ist es in der Schweiz erlaubt, dass ein Mann die Schwester seiner Witwe heiratet? Oh. Ja. Das, was? Ist es in der Schweiz erlaubt, dass ein Mann... Dass ein Mann die Schwester seiner Witwe... Seiner Witwe heiratet. Oh. Dass ein Mann die Schwester seiner Witwe... Dass ein Mann die Schwester seiner Witwe... Ah, der ist ja der Mann schon tot, das geht ja gar nicht. Ja. Okay, ich hab mich auch ein bisschen blamiert, ganz ehrlich, oh mein Gott, Alter, wie habe ich das nicht gewusst? Aber nice Video, Mann,